So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelbergum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli aus dem hohen Gras mit der Zwergenfee. Ja, okay. Hier noch ein paar Pokémon fangen oder direkt weiter auf die nächste Route. Yep, eine Trainerin, dachte ich mir schon. Kämpfen wir gegen sie. Hier gibt es eine Menge Pokémon zu fangen. Das stört mich gefälligst nicht. Doch, wie werden sie stören? Die Ass-Trainerin Karen fordert dich aus. Alles klar. Und bitte hier. Ich muss gerade gucken, ob die Kamera gut eingestellt ist. Ja, muss gehen. So, Flackerband versuchen wir es doch. Flackerband auf Kadabra. Naja, kann klappen, muss nicht. Ich immer noch im Trauerfeuer. Müssen wir, glaube ich, mal ausziehen. Das ist vom Lavandia-Turm aus dem letzten Part. Ist vorbei. Können wir mal uns wieder ausziehen. Naja, ausziehen nicht, aber... nee. Ausziehen nicht, aber... ein anderes Uniformchen anziehen. Kadabra besiegt. Nice. So, alles klar. Machok. Wir kämpfen natürlich weiter gegen Machok. Oh, Blakey ist schon ziemlich... Der Nico ist online. Der ist eigentlich durchgehend online, aber gut. Doppelkick. Der spielt Fortnite. Ich spiele Pokémon. Let's go, Evoli. Ist was Besseres. So. Evoli besiegt. Ja, dann mal der nächste. Diktrie. Los, Thomas Gottschalk. Du bist dran. Hallo, da Diktrie. Nice. Ich glaube, das erste Mal im Kampf. Wie wäre es dann mit Schaufeler? Thomas Gottschalk vergräbt sich in der Erde. So, Schaufeler. Na komm, das muss doch was bringen. Naja, es geht. Oha. Diktrie wurde besiegt. Der hat immer noch keinen Namen bekommen. Wir konnten ihm noch keinen Namen geben. So, Alpha Dragon, du bist dran. Ach, nur noch Alpha. Ja, alles klar. So, Konfusion. Na komm, den letzten Rest, den werden wir doch wohl noch hinkriegen. Aber nicht mit Alpha. Der wurde besiegt. Okay, Kit vielleicht. Ja, gut. Mein Team. Ausbaufähig. Wie wir es halt kennen. Wie wäre es denn mit Flügelschlag? Das könnte was bringen. Okay, Marshall besiegt. Haben wir es doch noch hingekriegt. Ein paar Erfahrungspunkte. Kein neues Level, aber ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt fällt mir auf, dass ich diejenige war, die dich gestört hat. Du gewinnst 2900 Pokémon Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Ass-Trainerin hervor. Endlich fällt das mal jemand auf. Dass nicht wir die Angreifer sind, sondern die, dass die uns endlich angreifen. Na dann, umgehen wir mal die Trainer hier. Unser Team ist eh geschwächt. Ich hole mir nur diesen Ball hier, den Pokéball. Das Item Dadon. X-Tempo. Das hat sich ja gelohnt. Das war es wert. Ja. Okay. Hier geht's lang. Hier am besten alle Trainer umgehen. Ja, das ist echt keine so gute. So gute Taktik. Prismania City, okay. Da wollten wir noch hin, oder?
Ein Trainer. Nein. Wir sind eigentlich schon im Eimer. Da müssen wir zurück nach Lavandia. Nur besiegt werden. Ach, verdammt. Lernen macht Spaß. Guck mal, zu trainieren, aber auch. Lernen macht Spaß. Was ist denn das für ein Streber? Ach, ein Tüftler ist es. Tüftler Otto fordert sich raus. Ich habe noch niemanden getroffen, der an Ernstes gesagt hat, dass Lernen Spaß macht. Es gibt einige, die es machen, also die es bereitwillig machen, aber dass es Spaß macht. Puh, ja. Ich versuche es mal mit Aquaknarre. Flix. Ist das das einzige Pokémon, das noch lebt? Hoffentlich nicht. Kit. Okay, den haben wir noch. Das ist der letzte. Der letzte Kämpfer. Ach, komm schon. Das werden wir noch wohin kriegen. Magnetilo besiegen. Los, Flügelschlag. Warum kann Kit eigentlich nicht Fliegen einsetzen? Ach du Schande. Okay, das bringt relativ wenig. Hilfe. Kit wurde besiegt. Ach du Schande. Kein Kampf gegen Pokémon mehr. Zurück nach Lavandia. Oh, Mist. Gut, dass wir unsere schwarze Klamotten noch anbehalten haben. Wo wir ja eh hier wieder zurück müssen. Ja, gut. Nein, nicht nochmal. Reicht nur einmal das Pokémon-Team heilen. Da werden wir zurück in Lavandia. Aber hier bleiben wir nicht lange. Wir brechen gleich wieder auf. Auf Route 8. Nach Prismania City wollten wir, glaube ich, oder? Irre ich mich da? Wir schleichen uns mal diesen Weg entlang. Gefährlich dieser Weg. Aber es geht auch. Es geht. So, da werden wir wieder. Den müssen wir noch besiegen. Dann können wir weiter. Oder können wir hier durch? Nach Prismania City. Wo wollen wir denn eigentlich lang? Was sagt die Karte? Die Karte. Da wollen wir hin. Nach Saffronia City. Prismania City ist hier. Nein, nicht hier. Prismania City, wo ist das eigentlich? Das ist Prismania City. Ja, auch ein Weg. Wollen wir nach Prismania? Ja, dann können wir einfach Saffronia City übergehen. Oder müssen wir wahrscheinlich eh da durch. So, dann geht es hier wahrscheinlich nach Fuxania City. Und dann hier weiter zu den Seeschauminseln, Zinnoberinseln. Ach ja, ich schaue schon zu weit hinaus. Zu weit nach vorne gucken. Erstmal hier entlang. So geht's auch. Wenn ich meine Arbeit doch nur nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Hier ist eine Tasse Tee, das wäre es. Halt, hier darfst du im Moment nicht durch. Okay. Ich weiß, was Phase ist. Da müssen wir den nicht besiegen. Hier geht's lang. Hallöchen. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. So, durch den ach so dunklen Tunnel geht es hindurch nach Prismania City. Hier verlieren lauter Leute ihre Sachen im Dunkeln. Ja, ich kann kaum was sehen. So dunkel ist es hier. Der Wahnsinn. Ja, okay. Der Tunnel ist vielleicht lang, aber nicht dunkel. Das Einkaufszentrum von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Kein Kommentar. Ich war noch nie in Prismania City, glaube ich zumindest. Zumindest nicht in diesem Spiel. In Pokémon Game Edition war ich schon, aber ja, hier war ich noch nicht. In Pokémon Prismania City. In Pokémon Prismania City. Alles klar. Unterführung verbindet Prismania City mit Lavandia. Alles klar. So, hier wollen wir lang. Oh, ein Trainer.
Hey, du da, lass mal hören. Wie viele Arena-Orden hast du schon gesammelt? Weiß ich gar nicht spontan. So spontan habe ich das jetzt nicht im Kopf. Drei Pokémon hat sie. Sind das vielleicht drei? Oder habe ich schon mehr als drei Arena-Orden? Pflanze gegen Elektro. Ich weiß ja nicht. Ist vielleicht ein Versuch wert, aber ja. Lichtschild. Dein Lichtschild wird dir nichts helfen. Schlaf, Bruder. So, schlaf ein. Reichung. So, und jetzt volle Möhre. Rankenhieb. Attacke. Na komm. Attacke. So, zack. Okay, ja. Der hätte ich mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt, aber der hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber es schläft ja. Was ist aufgewacht? Ja, wo wir es gerade sagten. Oh wei, Pepe. Hält's noch ein bisschen durch. Na komm, Rankenhieb. Oder auch nicht. Pepe besiegt. Tja, der liebe Pepe. Dann Blackie. Ich sagte Blackie, los, in den Kampf mit dir. Hat ja schon ihre schwarze Klamotten an, schwarze Mütze, schwarzes Shirt. Hat zu Recht den Namen Blackie. So, Doppelkick. Wie wär's damit? Ja, so lala. Komm, halt's durch. Durch Evoli. So, Sternschauer vielleicht. Risikotechnik will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen, aber vielleicht bringt es ja Sternschauer. Oh wei. Halt's durch. So, Sternschauer, na komm. Das ist hier noch. Nice, welche besiegt. Da waren es nur noch zwei andere. So, Level 29 für Blackie. Das ist schon ordentlich. Können wir ja bald einen Stein zum Entwickeln geben. Haben wir doch einen dabei, oder? Weiterkämpfen. Dicktree. Ein einheimisches Dicktree. Kein Alola Dicktree. Das kriegen wir doch mit flacher Wand klein, oder? Entrieben. Oh wei. Oh, Blinky hat's ausgehalten. Flackerband. Bart. Nicht schlecht. Aber Evoli ist geschwächt. Können wir noch einmal Flackerband einsetzen? Kriegen wir es noch hin? Na komm. Ja, Erdbeben. Ja, natürlich das Aus für Blinky. Verbrennung. Das ist nice. Dann würde ich mal sagen, Dicktree gegen Dicktree. Alola Dicktree gegen Kanto Dicktree. Der Kampf der Giganten mal wieder. Los, Schaufler dich hindurch. Na komm, Dicktree wurde besiegt. Sochen Popochen. Dann versuchen wir es mal mit Alpha. Ja gut. Ich glaube, an der müssen wir sowieso vorbei. Vielleicht schaffen wir es mal bis ins nächste Pokémon Center. Da habe ich mich versprochen. Da war ich ernst gemeint. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg von Lavandia wieder hierher laufen. Das wäre ganz nett. Das sieht aber gerade eher nicht so danach aus. Es sind noch anderthalb Pokémon im Kampf. Flügelschlag, na komm, gib dein Bestes, Kid. Flügelschlag, Attacke. Nice, Dicktree besiegt. Da war es nur noch einer. Level 19 für Flix. Das ist nice. Jurob, ja gut. Das ist jetzt nicht gerade der perfekte Gegner, aber
Versuch's. Gib dein Bestes, Kid. Okay, Flügelschlag. Na komm. Nicht uneffektiv, aber es geht. Es geht. Wie wir schon den ganzen Bratplank sagen. Könnte besser. Aber okay. Na komm, das kriegen wir doch hin. Die Attacken sind effektiv. Sind zumindest nicht zu schlecht. Oh wei, ich glaube, ich sollte mal aus dem Beutel ein kleines Tränkchen holen. Oh, wir haben Beleber dabei. Auch nicht schlecht. Und wäre es erst ein Supertrank für Kids. Könnten wir mal Evoli wieder beleben. Aber ich will mit Kids ein bisschen weiterkämpfen. Es splitter. Hältst du durch, Kids? Du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. So, Flügelschlag. Gib ihm den Rest. Na komm, durchhalten. Sei stark. Na komm. Nice. Kid hat's geschafft. Besiegt. Ordentlich. Hoppla, du bist viel stärker als erwartet. Naja, viel stärker ist auch ein bisschen übertrieben. Aber danke. Du gewinnst 2800 Punkte und dann siegreich aus dem Kampf gegen die Astrainerin hervor. Du hältst 5 Hyperbälle. Na dann. Auch noch ein paar Hyperbälle. Elixier. Okay. Und was? Okay. Ich glaube, ich hätte den Wachmann nicht zum Flammamoria-Cracker anbieten sollen. Ohne eine schöne Tasse Tee dazu sind sie etwas trocken. Ach so, deshalb. Ach, die Dame. Du Böse. Jetzt kann ich nicht nach. Wie ist die Marmoria City oder so? Stadt in der Mitte. Da müssen wir auch irgendwann mal hinkommen. Wenn ich meine Arbeit doch nicht so immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst. Aber ich kann hier nicht weg. Jetzt eine Tasse Tee, das wäre es. Halt! Hier darf im Moment niemand durch. Ja, okay. Dann also weiter. Nach Prismania City. Da wären wir. Oh, Team Rocket. Schnell ins Pokémon Center. Ich will hier nicht gleich mit Team Rocket zu tun haben. Nein, nein. So, das Team wird geheilt. Alles klar. Und so geht's ins Hohlgras. Dickes cool, aber. Ich muss zurück, ich muss noch ein paar Pokémon fangen. Das ist wichtig, dass wir diesen Part mal ein bisschen für das Pokémon fangen draufgehen lassen. Ist wichtig. Hilft fürs Training. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch mal ein paar Pokémon fangen. Einfach mal nebenbei. Müssen wir diesen Part mal dafür draufgehen lassen. Und so fangen wir das Ding. Das Ding, das klingt so fies. Na komm, rein mit dir. Nix da. Fang dich mir. Einfach fabelhaft. Jo, so muss das sein. Na komm, ein bisschen Pokémon fangen können wir hier noch. Wir sind schon bei Prismania City. Den Weg haben wir schon geschafft. Hoppla, dem Joy-Con ausgerutscht. Sehr gut. Und dann noch ein paar Pokémon fangen hier. Ja, im nächsten Part dann weiter in Prismania City. Heute wird ein bisschen gefangen. Ich sagte, heute wird ein bisschen gefangen. Heute wird ein bisschen gefangen. Großartig. Beim dritten Versuch. First Try halt. Zack. Das war wirklich First Try. Erster Pokéball, der getroffen hat. Gefangen. Neuer Level für Alpha und für Piper. Alpha Level 18. Radikal. Achso, den haben wir noch gar nicht gefangen. Neuer Pokédex-Eintrag. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über kleine Schwimmhäute. So kann es in den Flüssen jagen. Aber bitte nicht so radikal. Nach Fischen fangen.
So, ein Abra. Ein Abra teleportiert. Ja, okay. So viel dazu. Aber wir haben, glaube ich, schon eins gefangen. So ist es nicht. Ein wildes Rafratz. Und zack. Das wird sich doch wohl noch fangen lassen. Das Rafratz. Gibt ein paar neue Level für meine Pokémon. Und einen neuen Fang. Eine neue Fangrate. Ich brauche ja so und so viele Pokémon, um meinen Shigio oder einen Commander oder so weiter zu bekommen. Wenn wir wieder zurück in die Stadt gehen, dann wollen wir vielleicht auch den Pokémon gefangen haben. Na komm, rein mit dir. Ich will mir nicht alle meine Pokébälle an dir verschwenden, Ratzfatz. Du bist mein harmloses Ratfratz. Na komm. Ratfratz gefangen. So, nice. Ein paar Erfahrungspunkte. Ein Pummeluff. Ja gut. Mein Handy vibriert gerade, da ruft gerade jemand an. Nee, gerade nicht. Sorry. Du kannst noch so viel vibrieren und so viel stören, wie du willst. Jetzt nicht. Nein. Ich rufe gleich zurück. Noch ein bisschen müssen wir. Knapp 5 Minuten. Mach ich noch. Ja, ich verpulvere hier meine Pokébälle. Dart. Rechts. Nice. Na komm, bleib dran. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. So. Das schwebt aber schnell weg. Na komm. Pummeluff. Pummeluff, Pummeluff. Können wir das nicht einfach einschläfern? Pummeluff angreift die Flucht. Auch gut. Von mir aus. Dann fange ich halt ein Topsy. Und zack. Und zack. Erst zielen, dann werfen. Zack. So, großartig. 2, 3. Na komm, nice. Ein Topsy gefangen. Haben wir ja schon genug von. Gibt auch nicht so viele Erfahrungspunkte, aber ja. Hauptsache es gibt Erfahrungspunkte. Da flog ein Topsy gerade davon. So. Hier noch ein paar wilde Pokémon. Da hat sich eins versteckt. Ein riesiges Rafratz. Okay. Rums. Nachbarskind stampft auf den Boden auf die Decke. So, Ratfratz gefangen. Gefangen, ja. So schaut's aus. Wow, viele neue Level. Pepe Level 21. Flex Level 20. Dictri Level 27. Kit Level 27. Gut, wow, Pepe entwickelt sich. Ja, nice. Das zum Ende des Parts. Nice. So muss das sein. Was? Glückwunsch, dein Pepe wurde zu einem Ultigaria. Glückwunsch, dein Pepe ist jetzt hässlich. Für Ultigaria wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Wenn es hungrig ist, schnappt es willkürlich nach allem, was sich bewegt. Nachdem es seine Beute verschluckt hat, schaltet es sie mit Säure aus. Ich hoffe, das hat noch eine dritte Entwicklungsstufe. Ja. Ratfratz. Ein Radikal. Meines Wissens die Weiterentwicklung von Ratfratz. Ein Fachfabelhaft. Na komm. Bleib drin. Ah, verdammt. Na komm. Wirf den Käse. So. Drin bleibt er. Drin bleibt er. Drin bleibt er. Drin bleibt er, sagte ich. Ach, komm. Lass ihn hier alle meine Pokémon verschwenden. Na, na, na. Verdammte Axt.
Ist ja nicht so, als ob ich das dringend fangen will, aber ich brauche das, damit ich dann, ja, halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wofür ich das brauche, aber irgendwie ist es hier halt sinnvoll im Spiel. Im Spiel soll man halt viele Pokémon fangen. Für die Levels brauche ich das. Für die Levels. Erfahre ich Level 19. Level 19. Du hast radikal in den Pokémon-Box gelagert. Im Pokédex ist es ja schon. Und wir haben ein hässliches Pepe. Pepe ist in die Pubertät gekommen. Nichts für ungut, Pepe. Zack, daneben. Daneben. Na komm, kannst nicht richtig zielen. Mal ein bisschen Ziel was verdrängen. Na komm, na komm, na komm, na komm. Radfratz gefangen. Jai! Das finde ich so spitze. Jubilier. Im Blick hier recht Level 30. 30 schon. Der Pokébox. Der Pokébox gelagert. Joa, ich schau mal gerade mal ins Inventar, in den Beutel. Nichts Inventar. Ist nicht Minecraft. Haben wir denn hier einen Stein? Silber Kronkorken. Fossile haben wir mit dabei. Das hätten wir auch mal entwickeln können. Oder konnten wir das noch nicht? Stärkungstasse. Feuerstein oder Blattstein? Oh, cool. Wir können Evoli den Feuerstein geben. Blattstein nicht, aber Feuerstein. Flamara. Ich komme. Na komm, machen wir, oder? Zum Ende des Parts. War sonst schon so ein genialer Part. Brauchen wir jetzt am Ende auch noch was Tolles. Ein hässliches Pepe und ein wunderhübsches Blackie. Na komm, Evoli, entwickel dich. Blackie sträubt sich dagegen. Was? Hier, nimm, friss. Friss Feuerstein. Ich sagte friss. Du, soll ich wütend werden? Friss Feuerstein. Du nimmst jetzt diesen verdammten Feuerstein. Mann. Was ist denn los? Da stand doch, sie kann's. Ja, ich will jetzt meinen Pokémon keine Gewalt androhen. War nur Spaß. War nur Spaß. Das klingt total ernst. Ja gut, ich würde mal sagen, ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, keinen weiteren Pokémon-Kampf mit dem Zwergfass verlassen wollt. Keinen weiteren Parts. Pokémon Let's Go Evoli. Im nächsten Part geht's nach Prismania City. Wir sind schon da. Wir sind schon fast da. Daneben. Letzter Pokémon. Treffer. Großartig. Na komm, bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Bleib drin. Ach, verdammt. Einen Superball. Großartig. Na komm. Den Part beenden mit einem Funk. Ach, komm schon. Na komm. Das können wir jetzt nicht so abschließen. Du bleibst bei uns. Du kommst ins Team. Nein, du kommst nicht ins Team, aber du kommst auf die Box. Na komm, dich fange ich mir. Mann! Tomura greift die Gruft. Die Gruft. Die Gruft haben wir an. Mit Gruftis. In Schwarz. Na, dann würde ich mal sagen, nächsten Part. Hier. Prismania City. Bis dahin. Macht's gut. Nice Musik zum Abschied. Haut da rein. Ciao, ciao.